Cornflakes, Reis, Haferflocken, Kinderriegel. Wir von Foodwatch haben in den letzten Jahren immer wieder in ganz vielen verschiedenen Lebensmitteln gesundheitsschädliche Mineralöle, teilweise sogar krebsverdächtige Mineralöle, nachgewiesen. Die Ursache ist ganz häufig die Kartonverpackung, nämlich wenn Hersteller Altpapierkarton verwenden oder mineralölhaltige Druckfarben. Da sind diese Giftstoffe enthalten, die dann aus der Verpackung auf unsere Lebensmittel übergehen und unsere Gesundheit schädigen können. Jetzt hat sich Michel-Edouard Leclerc zu Wort gemeldet. Das ist der Chef einer der größten französischen Supermarktketten. Hören wir doch mal, was er zu dem Thema zu sagen hat. Le sujet des huiles minérales cancérigènes, celui des perturbateurs endocriniens. Je vous avais promis de la transparence et de la lisibilité sur nos plans d'action. Premier plan d'action, les produits à marque de distributeur. Nous avons d'abord changé les emballages. Ce sont des cartons vierges, ce ne sont plus des cartons recyclés. Puis ensuite, nous avons demandé à tous nos fournisseurs de mettre des encres végétales et non plus des encres minérales. De ce fait, il n'y a plus de contamination. Also, fassen wir zusammen. Leclerc setzt vor allem auf Frischfaserkarton und auf mineralölfreie Druckfarben. Das Ding ist halt nur, das löst das Problem nicht wirklich, denn auch bei Frischfaserkarton können noch Schadstoffe durch die Verpackung hindurch auf das Lebensmittel übergehen. Zum Beispiel, wenn die Verpackungen in einer größeren Verpackung transportiert werden, die aus Altpapier besteht. Der einzige Schutz von den Lebensmitteln vor den Schadstoffen, die auch in diesem Karton enthalten sein können, sind Barriereschichten, also Schutzschichten, die auf die Innenseite des Kartons aufgetragen werden, die verhindern, dass Schadstoffe auf das Lebensmittel übergehen. Außerdem ging es jetzt ja hier erstmal um die Eigenmarken von Leclerc. Was ist eigentlich mit den großen Markenherstellern? Hören wir doch mal, was Leclerc da zu bieten hat. On peut, quand on fait les cahiers des charges pour Leclerc, insister pour que les industriels suivent nos recommandations et celles des ONG, autant c'est plus compliqué quand les fournisseurs sont respectueux de la loi, on ne peut pas comme ça les boycotter. Donc pour moi, pour Leclerc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire évoluer la loi pour que tout le monde bouge en même temps. La loi aujourd'hui ne tient pas compte du progrès scientifique qui dit aujourd'hui que au-delà des effets de masse, il y a aujourd'hui des effets cocktails et qui dans la durée sont très négatifs. Donc il faudrait baisser les seuils de la loi et bien sûr le faire au niveau européen, mais vous connaissez les tergiversations. Na, das ist doch mal eine klare Ansage. Der Chef der größten französischen Supermarktkette sagt, wir brauchen strengere Gesetze für Mineralöle und andere hormonähnlich wirksame Substanzen in Lebensmitteln. Das ist ein klares Statement. Leider haben wir das von den deutschen Einzelhandelsketten bislang so noch überhaupt nicht gehört. Dabei würde es sicherlich helfen, denn seit Jahren wird geredet über Grenzwerte von Mineralölen in Lebensmitteln. Passiert ist bislang nichts, wir haben immer noch keine Grenzwerte. Deswegen haben wir von Foodwatch dieses Video von Leclerc zum Anlass genommen, die deutschen Supermärkte nochmal anzuschreiben und ihr könnt das auch machen. Geht auf die Facebook-Seiten und fragt nach, fordert sie auf, genauso konsequent wie Leclerc für gesetzliche Grenzwerte einzutreten, denn es geht um unsere Gesundheit.